Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf It's Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind bei It's Marvin und zwar im Video vom 5.11.2021. Lost Place, letzter Blick ins Innere, unglaublich spektakulär. Wir schauen mal, was wir uns angucken. Wir scheinen uns einen verlassenen Ort anzugucken, vielleicht ein altes Bergwerk oder ein altes Grubenwerk oder so. Ich weiß nicht genau. Ex ist ja auch dabei. Mahlzeit. So, und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt. Wohin uns Marvin entführt, der Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Oh, der kommt hier nicht mehr raus. Richtig krass. Fehlen mir die Worte. Das ist spektakulär. Bergwerk Luisenthal. Heute alles klar. Im Titel bin ich mal so ein bisschen weiter weggereist und wir wollen mal so ein bisschen, ein kleines bisschen auf den Spuren des Bergbaus außerhalb des Ruhrgebiets gehen. Und wir sind hier an einer Schachtanlage, die schon einige Jahre zu hat und wir gucken jetzt mal, kommen wir rein, wie sieht der Bergbau außerhalb des Ruhrgebiets aus. Ich würde sagen, es geht los. Einsatz. Ist offen? Auf jeden Fall. Schuhe. Eine alte Schachtanlage quasi. Ich bin gespannt. Wie kommt der Julian jetzt dran? Wir sind aber ein paar Jungs. Wow. Was ist denn mit dir? What? Wow. Das war obergeschütztes Ding. Der eine drückt, der andere zieht. Ist das geil. Oh Mann. Moin. Kurz mal durchgekitzelt, den Junge. So ein bisschen. Ich würde sagen, das ist die Verwaltung, ne? Die ehemalige. Wobei, das sieht ein bisschen aus wie Kau hier schon. Aber krass, wie gut in Schuss die Gebäude noch sind, ne? Ja, ja, durchaus, ey. Bundesstraßen, Wasserstraßen. Bundesstraßen, Wasserstraßen. Was haben wir hier gemacht hier? Unterirdische Wasserstraßen. Nee, Bundesstraßen, Wasserstraßen, keine Ahnung, vielleicht wurde dieses Gebäude mal nachgenutzt, nach der Schließung, weil das Ding soll angeblich schon so in den 80er Jahren geschlossen worden sein. Kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Ich glaube, nee, dafür sieht es doch sehr gut aus, oder? Das ist die erste Information, die mir ein Zuschauer übermittelt hat, aber wir gucken jetzt mal, was das gibt. Zumindest haben wir hier schon mal Löcher stehen. Was sagt er denn an Prüfzeit? 2004. Na gut. Da muss noch mal was gewesen sein. Da muss noch mal jemand drin, genau. Wow. Oh, das ist gut. Okay, Leute. Die sind von der Gebäudesubstanz schlechter wie bei uns im Ruhrgebiet. Was ist das denn? Das ist so ein Schwimmding hier. Selkomar oder was? Was? Wann hat man das Ding zugemacht? Also Feuerlöcher war letzte 2004. Hab ich gesehen. Die Frage ist, wann hat das Ding wirklich geschlossen, die Anlage? 2006 ist hier noch ein BMW. 2008, 2010? Was ist das denn? Die hätten wohl auch das jemand angerufen, das stimmt auch. Das 17. Juni 2005. Hat die Bude geschlossen? Ja. 16 Jahre. 16 Jahre, krass. Na, so rein. Also bei 16 Jahren, auch hier, guck mal, alter Netzwerkverteiler. Oh ja. Sozialräume. Lediglich denkmalgeschützte Bauten wie zum Beispiel Förderguss und oder auch das Verwaltungsgebäude bleiben erhalten. Aber es haben die abgenutzt. Das ist ein Kabelspiel. Vielleicht gab es hier eine Kohlenwäsche. Das ist aber Quatsch, weil hier gab es keine Kohle. Wir haben hier nur zwei Schächte für Personen und Material. Gucken wir mal. Wir gehen mal weiter. Und? Das ist ja interessant, wer kommt man noch in die Schächte, aber... TZBV? Aber da wird man mit Sicherheit nicht mehr reinkommen. Deswegen. Okay, ich gehe mal weiter. Also wir sind in dem Verwaltungsbereich. Ihr seht, die Gebäude sind denkmalgeschützt. Das kann man schön auch an der Außenfassade sehen. Das sieht mir sehr nach Sandstein aus. Das heißt, es ist ultra alt. Auf jeden Fall Sandstein. Und demnach sind diese Gebäude halt stehen geblieben. Hier auf der Seite haben wir noch mal ein bisschen Verwaltung und dann geht es rüber in die Kaue. Ich bin gespannt, wie die Kauen aussehen. Im Ruhrgebiet kennt man die ja. Kauen? Gerade hier in der Umgebung, keine Ahnung. Das ist einmal ein Kreis gelaufen. Wenn es runter geht, kann ich dir nicht sagen. Dann kannst du nicht Kreis laufen, dann kommst du am Ende nur im Büro raus. Ich dachte, vielleicht kommst du zur Kaue oben rum. Also so oben, wo die Körbe sind und dann geht nicht. Ach, Kaue, ist das das, wo es nach unten dann geht? Richtig. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so denken. Mein Gott. Da ist aber die Nässe ein bisschen rein. Das ist jetzt nicht hier zerwichst in Sachen Vandalismus, dass super viele Leute hier reinrennen, alles kaputt kloppen, sondern einfach...
dass die Natur sich ganz schnell hier alles zurückholt. Das ist unglaublich, Leute. Ja. So, das ist wirklich Wahnsinn. Die war 16 Jahre zu. Das ist unglaublich. Aber ja, oh, guck mal, da sind ja richtig nass die Wände. Ein Zeichen für Feuchtigkeit, würde ich sagen. Nein, die Fensterbänke. Aber ordentlich, Mo, guck mal, wie die Pflanzen da auf den Fensterbänken wachsen, oder? Ist doch krass. Wahnsinn. Hätte ich auch im Ruhrgebiet bleiben können, Leute. Das ist wirklich krass. Okay, also die letzten Unterlagen waren 2004. Ja. Dann war hier Schicht im Schacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja cool hier, die Anschlussklemmen. Witzstromableiter, die sind auch echt digital. Heiß, ne? Ja, das sieht so aus wie Dingens, aber. Aber 2001 ist hier die Decke. 26. Oh, eine tiefer geht da drüber zur Kaue, glaube ich. Ist das Verbindung? 26,9. Ah, ja. Ja, das wird hier geschlossen worden, hat noch eine neue Decke bekommen im Büro. Woran siehst du das? 26,9. Das ist die Platte. Ist das Herstellungsdatum? Ja. Fenster. Da haben sie auch nochmal die Decken neu gemacht. Krass. Hier sind schon mal zwei Schächte. Guck mal, hier geht's aufs Dach. Ich finde sowas ultra spannend. Ist auch so interessant. Also, man muss auch einfach mal dazu sagen, Leute. Wir wollen jetzt selber die Tage, also im Februar in Palace Places gehen. Mal gucken, also Excel, weiß ja nicht, ob du jetzt zu 100% mitgehst. Du gehst mit? Also wollen wir selber mal zwei, drei Lost Places besuchen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt drauf. Also da freue ich mich echt. Da bin ich krass, was wir da erleben werden, glaube ich. Also es wird super spannend. Einfach die verlassenen Gebäude. Verlassene Gebäude haben immer so eine, ich weiß nicht, die haben so eine bestimmte Magie und Anziehungskraft, finde ich. Zumindest so, Charme. Ja, das ist so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Eine böse war's? Oh, hier, Knast. Batterieraum, oder? Ja, genau. Kein Knast. Batterieraum. Batterieraum? Irgendwas. Wow. Das ist aber eine sportliche Halle hier. Was ist hier? Guck mal, das ist ein Vogel. Oh, der kommt nicht raus. Oh, der kommt hier nicht mehr raus. Och, der Kleine. Ja, komm mal, der drückt dich. Eine Meise. Das ist eine Meise. Echt? Eine blaue Meise. Jetzt hab ich dich. Oder? Klar. Das ist eine blaue Meise. Oh. Süß. Hätte eine Tasche nehmen mit. Das ist ein Saarländer Traditionsvogel. Wo ist denn hier ein Fenster auf? Tschüss. Jo, jetzt haben wir so eine kleine Passage übersprungen. Hier gibt es jetzt eine Lampenstube bzw. auch eine Lampenwerkstatt und. Unten ist die Kau. Ich habe gerade so den Weg nach oben gesehen und jetzt sind wir schon quasi in der Lampenstube. Richtig geil. Mit den Lichtern hier oben ist sehr geil. Krass. Hier sind dann halt so früher die Lampen. Die Lampen, die sie mit runtergenommen haben in die Grube sehr dann. Interessant. Damit man natürlich unter Tage Licht hat, ihr müsst euch vorstellen, das ist natürlich sehr dunkel, gab es solche speziellen Grubenlampen, aber hier sind leider keine mehr drin. Ja. Die standen in den jeweiligen Fächern hier drin und wurden dann hier oben über diesen Pin an dem Lampenkopf geladen. Genau. Wahnsinn. Hm? Die hatten wie viele Besucherlampen? 50 Besucherlampen. Wahnsinn. 80 bis 120 kHz, gelb und blau. Cool, ey. Ach, die sieht cool aus. Wahnsinn, ne? Was da noch so alles liegt. Echt sensationell. Ja gut, aber ich sag mal, das war bei uns gang und gäbe auch zuletzt noch, ne? Man ist halt oft davon so fasziniert. Hatte die Teile auch, diese Ampere, die Dinge sind zu sehen von der Vergangenheit, ne? Das ist schön. Ja. Auf jeden Fall. Manchmal gab es einfach drei Kontrollleuchten und manche hatten Ampermeter. Ja. Wahnsinn. Und hier diese ganzen Lampen, die hier von der Decke fallen, das liegt daran, dass sich der Putz da oben auf ist. Sie haben ja noch diesen Wurfputz hier, ne? Mhm. Oben so eine Strohdecke, so eine Holzdecke, und haben die den Putz da früher hoch. Stimmt, da haben sie früher mit Stroh, haben die da an die Decke und dann haben die den Putz dran geklatscht. Genau, dann löst sich irgendwann der Putz und dann reißt ja. Ja klar, das mit Feuchtigkeit ist da dann immer schlecht. Da löst sich das auf. Wow, was können die, was sind die Eichwarte? Eine Gedenktafel oder was? Ne, sind lauter Schreiber drin. Ach, Schreiber? Achte Sohle, guck mal her. Hier ist die vierte Sohle, siebte Sohle, achte Sohle, Wasserhaltung. Dann gibt es die Turbos noch. Druck, ja. Kokerei, hier gab es noch eine Kokerei mal. Okay. Ja, Schalter, das gibt es auch. Hochdruckpumpen. Sammelmeldung, Wasserstände, CH4-Abschaltung, überbrückte Schalter. Das ist ja unglaublich, ey. Guck mal, was da an Kabeln liegt, Alter. Ist das immer? Ist das Simatic? Da gab es noch gar keinen Simatic, das war einfach Siemens.
sind das Steuerschränke, ich werde bescheuert. Boah. Super analoge Technik. Hey, richtig krass. Schleife 3, Schleife 5, aber was ist denn das dann? Aber alles uralt, ne? Das ist Siemens, oder was? Hallo, kannst du das? Siemens. Kommt denn da rein, nicht so ganz. Die passen da auch nicht rein in die Einschübe. Die ganzen 19 Zoll Einschübe hier, so die Labor-Einschübe, ey, Wahnsinn. Das ist wirklich irre. Also hier waren die ganzen S5, hier sind die ganzen S5-Systeme drin gewesen. Hier oben, hier sind die Halter drin. Ja, aber das scheint schon rauszukennen, muss man sagen. Macht gar keinen Sinn, Leute. Die neueste Digitalsteuerung von Siemens war hier nicht verbaut. Da gab es dann nur so die ältere Generation. Das ist übrigens gerade auch die Wand, wo wir auf der anderen Seite standen. Hier sind ja diese ganzen Fächerchen drin. Ach genau. Und auf der Rückseite ist die ganze Geschichte durchgekabelt. Über dieses, analoge Superpatchfeld hier. Also Zeit. Hotel, Restaurant, Pilzstube, Schlosskrug. Krass. Das ist geil. So, wir sind natürlich jetzt chronologisch falsch eingestiegen. Wir sind jetzt schon umgezogen und würden jetzt in Richtung Schacht gehen. Diese wundervolle Treppe hier runter mit dem ominösen Schild da oben. Achtung, Barometersturz. Ganz ehrlich, also, das ist schon echt spannend, ey, muss man wirklich sagen. Was bedeutet das? Gibt es Leute, die das wissen? Also ich weiß, dass wir im Ruhrgebiet nicht so ein Schild haben in Richtung der Schachtanlage. Barometersturz? Des Schachtes. Warum steht da Barometersturz? Ich weiß es nicht. Und jetzt gehen wir quasi wieder zurück. Wir könnten ja so sehen, wirklich mal interessant würden wir jetzt Bergmänner sein. Wir würden jetzt von unter Tage ausgefahren sein, kommen jetzt hier oben an, geben unsere Lampe zurück und würden uns dann wieder umziehen und duschen. Alles gut? Wow. Wow. Telekommunikation hier. Oder? Ja. Aber da stehen doch auch relativ neue Serverschränke. Die Serverschränke hier hinten, die sind da nicht, die sind doch nicht so alt. Die scheinen nicht so alt zu sein. Ich guck nebenbei mal, was Barometersturz ist. Ja. Verrückt. Hier haben sie. Nee, das sind Schläuche. Ich hab gedacht, das sind Kabel. Die Kau sieht so ein bisschen aus von den Körben her. Alter! Wie so ein Schleckermarkt der 90er Jahre. Was ist das denn? Ich weiß, dass es auch einige Leute wieder fragen, was ist eine Kaue? Was passiert hier? Die Leute, die von Untertage kommen, beziehungsweise auch Untertage einfahren, mit dem Aufzug nach unten fahren, um dort zu arbeiten, ziehen sich natürlich um. Die haben einmal ihre frischen Klamotten, das seht ihr gleich drüben auf der anderen Seite, und dann haben die hier ihre Arbeitsklamotten. Das heißt, die haben drüben die frischen Klamotten, ziehen sich komplett aus, gehen quasi nackt, fast nackt hier rüber und ziehen dann hier ihre Arbeitsklamotten an und fahren dann letztendlich Untertage. Und das ist halt echt, fehlen mir die Worte, das ist spektakulär, das ist geil. Okay. Dann haben die das quasi in den Körben da hochgezogen. Das ist quasi so ein Duschbereich. Hier hingen früher Duschköpfe. Ähnlich. Die Leute haben sich hier geduscht. Quasi der Übergang zwischen weiß und schwarzen Klamotten. Gut, ey. Richtig gut. So, willkommen in der Weißkaue. Schwarz drauf. Nee, weiß. Weiß doch. Ja, muss doch. Da muss Weißkaue sein. Ne? Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay. Ich meine, kann auch sein, dass das andersrum war, weil die Körbe sind, leuchte mal hoch. Die sind mindestens genauso durch, ne? Hässlich sind die, ey. Mein Gott. Wow, ey. Guck dir das an. Es sieht schon spektakulär aus, ey. Ja, verrückt. Aber guck mal, du hattest auch Platz. Ne, oben war der Helm, ne? Oben war der Helm? Ich glaube, ja. Also, hast du was gefunden? Der Helm drauf? Ich guck mal noch. Weil es nicht genau beschrieben ist. Dann konntest du hier noch ein paar Sachen machen. Die sind stark. Ja, was das bedeutet. In alle Richtungen, ne? Ja, ne, in alle Richtungen nicht. Doch. Ja, klar. Ja. Ist schon cool, ne? Da konntest du auch wesentlich mehr draufhängen. Das sieht aus, als wäre das auch ein Korb gewesen für zwei Personen. Weil das Ding ist ja fast gespiegelt, ey. Schön hier. Kann das sein, dass das für zwei Personen war? Weil du hast hier zweimal die Möglichkeit, Hemd aufzuhängen. Zweimal die Möglichkeit, theoretisch einen Helm aufzuhängen. Das habe ich so noch nie gesehen. Das wird Sinn ergeben, oder? Würde es Sinn ergeben. Weil die auch riesengroß sind, die Dinge. Das hat mit der Luft. Aber das würde ja bedeuten. Die Körbe aber auch gespielt. Mit der Luft? Ja, ja gut. Das passt nicht ganz zusammen, weil ich bin der Meinung, das ist die Schwarzkaue. Ah, okay. Von der Schwarzkaue in die Weißkaue, dann in die Lampenstube, das ergibt keinen Sinn. Und da ist eine Pithose. Wo ist die Pithose? Da oben hängt die Pithose. Und, das heißt also?
Das muss die Schwarzkappe sein. Ja, vielleicht hat die auch einer reingehangen. Ja, man sieht die nicht, da hängen. Ja, da hinten. Ah, ja, toll. Und da ist noch ein Schienbeinschoner. Da. Und das sind Pittschuhe. Das sind Arbeitsschuhe, ja. Ja. Das verstehe ich nicht. Den da wird kein Schuh draus. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Ja, das ist die Schwarzkappe. Leute, ist auch egal. Völlig, völlig egal. Ja. Man wäre jetzt quasi umgezogen und würde von hier aus dann. Aha. Ab hier Rauchverbot. Ach, und geht jetzt zur Lampenstube gehen und sich da die Lampe abholen und dann letztendlich einfahren. Mich würde mal der Schacht interessieren oder so, genau. Ob da noch irgendwas. Ich meine, das wird alles versiegelt. Richtung Lampenstube. Also das wird versiegelt sein, denke ich, aber. Zum Schacht, der aber natürlich schon verfüllt ist und ich glaube auch. Unter Denkmal steht, wo man nicht reinkommt. Da ist auch nochmal ein Zaun drum. Das seht ihr aber dann gleich von außen. Wir haben immer noch die Frage, was ist der Barometersturz? Das muss auf jeden Fall mit dem Wetter zusammenhängen, mit der Bewetterung. Ja, aber ist doch Quatsch, das gibt's auch nur hier. Ne? Bei uns gibt's sowas nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass im Mannschaftsgang da unten... Ja. Kannst du aufschließen an der Seite den Kasten, Barometersturz. Oder musst du manuell einschalten an der Seite, mit dem Schlüsselschalter, das Ding. Die Frage ist ja, leuchtet das, ist das ein Alarm? Losgehen. Der leuchtet, ne? Jetzt kommt nochmal so eine kleine... Wenn sich was verändert zum Beispiel. Ja, ne? Genau, genau. Was ist denn das hier? Ich hätte jetzt gesagt, eine Lohnhalle. Aber weißt du, es könnte ja auch sein, das ist so ein Alarmkasten, also so ein Dings, das quasi, wenn sich irgendwas verändert, was auch immer. Sobald der Luftdruck anders wird oder so, wirst du ja, dass du losgeht. Und ja. Zum Schlacht zu kommen, würde ja, man ja, jetzt ja. Nicht das wär eine da Idee. Rein und raus klettern, sondern geht direkt die nächste Etage. Nach unten, hier runter, da hinten hängt schon wieder das Schild. Barometersturz. Und dann würde man letztendlich über einen Tunnel unterirdisch direkt zum Schacht gehen. Aber der ist leider zugeschweißt bzw. auch zugemauert. Und deswegen gehen wir jetzt einmal außen rum. Hallo, hallo, Test 1, 2, 3. Boah, genau, krass. Wir waren gerade in der Kau, haben uns umgezogen und sind letztendlich dann quasi über diesen Mannschaftsgang hier hochgekommen. Das Ding ist leider zugeschweißt, da kommt man nicht mehr rein. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist einfach nur ein ganz langer Gang. Ich glaube sogar mit einem Geländer in der Mitte, wo man dann, wo quasi einmal die einfahrende Schicht langläuft und einmal die ausfahrende Schicht. Und letztendlich kommt man dann hier aus und läuft dann nur noch in Richtung Seilfahrt. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist was? Was ist Person, was ist Material? Eine Kohle wurde hier nicht hochgebracht, glaube ich zumindest, aber hier ist auch gar kein Platz dafür. Sondern die haben hier halt nur Material runtergebracht, um die Kohle abzubauen, beziehungsweise um halt auch die Person da unten zum Arbeiten hinzubekommen. Ich würde behaupten, auch wenn ich das so sehe, ist das der Personenförderschacht. Der ist auch wesentlich schmaler, der hat nicht vier Seilschaben, sondern zwei. Und ist super, denke ich auch. Ja, in Anführungszeichen... super kompakt gebaut, dass man da nicht großartiges Gewicht runterkriegen muss. Auf der Seite hat man, glaube ich, das Material reingefördert, weil macht Sinn. Zum einen vier Seilscheiben und wir haben halt ein wesentlich dickeres, massiveres Gerüst, weil halt das Material, was da runter muss, wesentlich schwerer ist als ein paar Personen. Genau. Jetzt machst du nicht oben noch eine Scheibe, Vorsicht. Platz, ne? Ja. Mit die Scheibe? Ist da noch einen zweiten? Ist da noch was drin? Ja, alles. Gelumpe. Ich wollte gerade sagen, Reiter, da ist offen! So, Leute. Da ist das Ding. Boah. Ist das riesig. Das ist ja unglaublich riesig, das Ding. Krass. Wahnsinn, wie groß das einfach ist. Das ist ein Motor. Hier kam ein Seil an, hier ging das Seil drauf und dann letztendlich hat dieses Ding sich gedreht, das vordere Teil. Das hintere Teil ist der Motor, der vordere Teil sich gedreht und dann die Leute bzw. das Material unter Tage gebracht. Das gleiche Ding gibt es auf der anderen Seite nochmal, weil ihr habt gesehen, der erste Turm hat vier Seilscheiben, heißt zwei Seilscheiben pro Maschine, die andere steht drüben. Krass. Boah. Wahnsinn. Oh, das ist aber auch ein, ja. Was ist das denn? Aquarium war hier mal drin. Aha, süß. Aquarium, ja. Allstromanlagen, Allstrommotoren. Heftig, ne? Warst du hier schon drin? Ist geil, ne? Sind riesengroß, die Teile. Riesenräder. Das ist so eine kleine Spaßanlage wie bei uns im Ruhrgebiet. Achtung, Anker nicht berühren. Auch bei Stillstand des Fördermotors steht eine Überwachungsspannung. Von? Ah, normalerweise. Ist das sensationell, das Ding. Das Problem an der Sache ist, die haben hier tatsächlich schon super viel gepflückt. Die Schachtanlage selber drüben, beziehungsweise die Kau, habt ihr gesehen, war natürlich auf Verfall, aber hier hat man rigoros Sachen rausgerissen und geklaut. Ne? Das ist ziemlich schade, weil ich habe jetzt gedacht, hier steht noch ein Stuhl drin und das Ding ist unberührt, aber ich glaube, hier waren öfter schon Leute drin, leider. Aber trotzdem geil, sehr geil. Hier haben wir noch mal ein bisschen Steuertechnik. Ja.
Ja, ja, klar, zu viel überleg mal in den Jahren, wie viele Leute dort waren. Meanwhile, outside, genau. Aus dem Dingens hier. Ja, da war eine Kohlenwäsche hinten dran. Da war wirklich eine Kohlenwäsche hinten dran? Ja, klar. Tatsächlich. Das heißt, die haben das Ding verfüllt. Hier ist der erste Schacht, da ist der zweite Schacht. Okay, Leute, ich muss ein bisschen zurücknehmen. Ich habe damit gerechnet, dass hier wirklich nur Personen und Material runtergegangen sind, aber es wurde tatsächlich hier eine Kohlenwäsche weggerissen, davon wusste man jetzt nichts. Genau, das heißt, die Schächte waren miteinander verbunden, nochmal mit einem Förderband, und man hat hier tatsächlich noch Kohle gewaschen. Gewaschen und ja. Warum wäscht man Kohle, muss ich jetzt mal ganz blöd fragen? Für die Keine Ahnung. Ja. Die stand da hinten im Bereich, das hat man auf dem Foto schön gesehen. Jetzt stehen nur noch die beiden Schächte also, hier. Also Rohmaterial und ausfüllen, das war's vielleicht. Wir sind wieder draußen. Ne? Was haben wir jetzt irgendwas? Denken. Aber in den anderen Dingern kommst du nicht rein. Ha? Eine Mini-Kohlenwäsche dann aber. Eine Mini-Kohlenwäsche. Und dann da sind ja eh die Schienen, dann haben die direkt eine Zugverladung gemacht. Ja, ich würde sagen, also die haben jetzt so viele Tonnen, haben die nicht rausgeholt hier. Die haben eher... Ganz kleines Ding. Ganz kleines, feines Ding. Egal, Leute, genau. Schreibt ein nettes Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, und in die Kommentare. Schreibt ein nettes Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, und in die Kommentare rein. Lasst ein Like, da ihr wisst, wie das abläuft. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, hier könnt ihr den Kanal abonnieren und da gibt es ein Video, was euch vorgeschlagen wird. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Sau interessant. Finde ich auch. Also muss ich wirklich sagen, ich freue mich erstens auf unseren Lost Place Ausflug und ich finde das sehr, sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr interessant, das anzuschauen. Das ist schon krass. Also muss ich wirklich sagen. Kann ich nur empfehlen, Leute. Wer sich für sowas interessiert, schaut bei Marvin vorbei. Der hat ja viele Videos. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao.